Heute dreht sich alles um den Jab. Der Jab ist nicht nur die häufigste Technik, die im Striking vorkommt, sondern auch mit die sicherste Technik, die ihr anwenden könnt. Der Jab hat zwei ganz große Vorteile. Zum einen könnt ihr mit dem Jab, weil der halt so sicher ist, die Distanz sehr gut überbrücken zu eurem Gegner. Und das zweite ist, der Jab ist ein ganz hervorragendes Mittel als Auftakt für Folgetechniken. Ich zeige euch jetzt 5 Möglichkeiten, den Jab zu schlagen, damit ihr sicher die Distanz überbrückt und Folgetechniken machen könnt. Bevor wir auf die 5 Möglichkeiten eingehen, möchte ich erstmal allgemein sagen, warum der Jab so sicher ist. Wenn wir uns in einer Kampfposition befinden, dann ist der Jab ja im Grunde genommen nur ein Schlagen nach vorne mit der Führhand in einer geraden Linie. Das bedeutet, ich verändere kaum etwas an meiner kompletten Haltung. Meine Haltung ist immer noch stabil, selbst wenn ich dabei steppe, ist meine Haltung immer noch sehr stabil und ich verändere kaum was. Meine Deckung, die hier schon sehr gut ist, verändert sich kaum durch den Jab. Wenn ich jetzt nur das Kinn ein bisschen runterbringe, das hier in die Schulter lege, dann bin ich hier halt sehr gut geschützt. Das ist erstmal grundsätzlich der Vorteil. Ich verliere auch sehr wenig an Stabilität, weil der Jab mich nirgendwo hinreißt. Wenn ich das zum Beispiel mit einem Kick vergleiche, ein Kick verändert komplett meine Körpersituation. Ich habe jetzt einen Extremkick gemacht, ich kann hier natürlich auch kürzer treten. Dennoch komme ich hier schnell aus dem Gleichgewicht. Meine Deckungsarbeit verändert sich oft. Also da sind so viele Faktoren, die sich da verändern. Das habe ich beim Jab nicht. Der zweite Vorteil ist, der Jab ist sehr nah an meinem Gegner schon ran. Wenn ich mich jetzt mal so drehe, habe ich hier meine rechte und mit dem Jab kann ich jetzt hier spielen, also mit der jabbenden Hand. Und von hier aus zu jabben ist halt nur ein ganz, ganz kurzes Stück. Das ist etwas, was ihn die ganze Zeit ärgert. Das ist etwas, was ich die ganze Zeit immer gut einsetzen kann. Aber jetzt kommen wir zu den 5 Möglichkeiten. Das erste ist, ich sage immer, es gibt einen schlauen Jab und einen dummen Jab. Der dumme Jab ist der normale Jab. Ich bleib hier in einer Linie stehen und jab einfach nach vorne. Ja? Ich baue damit immer den Step schon mit ein, ja, und gehe jetzt so auf meinen Gegner zu. Boom. Ja? Das Problem ist, wenn ich in dieser Zentrallinie bleibe, dann kann er mich sehr gut ausrechnen. Denn der Nachteil am Jab, weil das ja eine der häufigsten oder die häufigste Angriffsmöglichkeit ist, den kennt jeder. Und jeder kann den irgendwie abwehren, selbst wenn ich nur die Hand so davor bringe. Also einen Jab abzuwehren ist jetzt nicht so schwierig, wenn ihr den ganz normal durchführt. Deswegen ist ein Jab besser, und das ist der schlaue Jab, wenn ihr den aus der Zentrallinie heraus macht. Also der Jab bleibt in der Zentrallinie, aber euer Körper geht raus aus der Zentrallinie, macht quasi ein Head-Movement. Ihr steppt nach vorne, während ihr euren Kopf und eure Schultern in die Richtung bringt. Das ist quasi wie ein Slippen. Ja, ihr macht eine Slipping-Bewegung, als wenn irgendwas auf euch zukommt und ihr weicht dem aus. Das macht ihr jetzt schon durch den Jab. Das heißt, wenn er direkt kontert, wenn er also auch direkt mitschlägt oder auch schlägt oder blockt und schlägt, dann wird er an euch vorbeischlagen. Das ist ein schlauer Jab. Ja, und auch von hier, bam, bam, kann ich direkt weiterarbeiten. Also gar kein Problem, aus dem Bewegen aus der Zentrallinie direkt hier weiterzumachen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber das ist auf jeden Fall besser, den Jab zu machen, wenn ich jetzt vor ihm stehe hier, bam, und meinen Kopf aus der Linie rausbringe. Bam. Dadurch bin ich sehr sicher. Ihr habt gesehen, ich habe hierdurch auch einen leichten Level-Change gemacht. Das passiert automatisch, weil ich mich ja dahin bewege und könnte zum Beispiel auch von hier aus sehr gut unten weiterarbeiten. Das entsteht alles dadurch, dass ich aus der Zentrallinie herausarbeite. Dann gibt es die Möglichkeit, den Jab als Doppel-Jab zu benutzen. Das heißt, ich mache nicht nur einen Jab, sondern ich mache direkt danach noch einen Jab. Da gibt es auch 2, 3 Möglichkeiten. Die eine ist, dass ich den ersten Jab gar nicht dafür nehme, um ihn wirklich zu treffen, sondern nur um eine Reaktion zu sehen, zu erzwingen. Ich komme ihm schon nah, aber ich weiß, die Distanz stimmt eigentlich noch nicht. Das heißt, den ersten mache ich noch so locker, Step rein und der zweite, bam, boom, der kommt dann richtig. Und darauf baue ich dann auch wieder meine Folgetechnik auf. Denn das, was ich am Anfang gesagt habe, der Jab verändert kaum was in unserer Körperhaltung. Das heißt, alles, was ich aus der normalen Kampfstellung machen kann, kann ich auch nach dem Jab machen. Habe ich den Jab geschlagen, kann ich direkt kicken, wenn er weiter weggeht. Kann ich direkt einen Bodyshot geben, kann ich direkt einen Haken geben, kann ich einfach eine Rechte geben. Also ist alles möglich, was aus meiner Kampfstellung möglich ist. Und deswegen sind die Folgetechniken nach einem Jab ziemlich leicht. Okay, gehen wir zurück auf den Doppeljab. Ich habe also gemacht, Jab, Jab. Ja? Und ich habe jetzt hier den ganz normalen Step gemacht. Step, nachgezogen, Step. Was ich auch machen kann, ist der sogenannte Pendel-Step. Habe ich in einem extra Video auch ausführlich erklärt.
Der Pendel Step bedeutet, ich fange jetzt nicht an mit dem vorderen zu gehen, sondern ich gehe mit dem hinteren zuerst. Ich mache das. Dadurch, guckt mal, hier ist die Linie, bewege ich mich auch etwas nach vorne, aber nicht viel. Auch das ist nur ein Antäuschen und ich will ihn hiermit gar nicht treffen. Ich will nur eine Vorbereitung treffen, dass ich von hier aus katapultartig nach vorne schießen kann. Sieht dann so aus, ich mache den ersten, boom, boom, und der zweite kommt richtig tief rein. Habe ich euch auch schon mal im Video gezeigt zum, ich glaube, Superstep habe ich das Ganze genannt. Da geht es um einen Takedown. Da mache ich den Jab und dann schieße ich unten rein in den Takedown. Super schneller Takedown, sehr schwer aufzuhalten. Oben wird er abgelenkt und ich baue von hier aus wie ein Sprinter meinen Abschluss auf. Ja, also Doppeljab im Rahmen vom Pendel Step. Bam, bam. Der Doppeljab könnt ihr auch machen, indem ihr euch rausbewegt. Da ist ein bisschen Footwork mit bei, aber dass ihr den, während ihr den Jab nach vorne macht, euch dahin rausbewegt mit eurem ganzen Körper. Das heißt, ich mache jetzt einen Step nach da, also vom Gegner weg. Ihr seht ja hier die Linie und ich bin jetzt nicht mehr auf der Linie. Ich schlage nur in Richtung Linie, bewege mich aber hier raus. Der zweite Jab, der geht dann wieder rein. Dadurch bin ich quasi einmal um ihn rumgelaufen und stehe gleich neben ihm. Ich mache das einmal vor. Bam, bam, ja. Und ihr seht hier, ich bin in einem ganz anderen Winkel und er hat dann zwei Sachen, auf die er achten muss. Erstmal merkt er, oh Mist, nach dem ersten Jab kommt der eigentliche Angriff. Damit ist er schon ein bisschen überfordert, muss darauf reagieren. Und das Zweite ist, das kommt aus einer völlig anderen Richtung. Ja, ich arbeite hier und stehe jetzt hier neben ihm. Bam, bam, bam. Eine weitere Möglichkeit ist ein sogenannter unterbrochener Rhythmus. Das könnt ihr in den ersten beiden Varianten einfach mit einbauen. Und zwar sind wir es ja gewöhnt, immer zu sagen, okay, ich mache jetzt links, rechts haken. Genau gleiche Geschwindigkeit. Ich kann aber auch sagen, ich mache links, rechts haken. Die kommt etwas später. Ich kann aber auch machen, jetzt um auf den Doppeljab wieder zurückzugehen, den ersten locker und dann komme ich rein. Also ich unterbreche meinen Rhythmus. Das klingt erstmal komisch, weil ich ja viel langsamer bin. Aber genau das verwirrt auch den Gegner und ich nehme selber viel Zeit, um zu sehen, wie reagiert er. Wie kann ich weitermachen? Macht es überhaupt Sinn, noch den zweiten Jab zu machen? Also unterbrochener Rhythmus heißt langsam, boom, schnell. Ihn so ein bisschen in Sicherheit wiegen, da kommt nicht so wirklich was und dann kommt die Granate. Dann eine Art des Jabs, das ist eigentlich gar keine andere Art, sondern nur ein anderes Level, wird aber viel zu selten gemacht, finde ich jedenfalls. Und zwar ist es der Body Jab. Wenn wir hier arbeiten und ich tauche jetzt tief ein und ich will jetzt wirklich hier seinen Körper treffen, dann ist das nichts, womit ich ihn K.O. schlage. Aber das ist etwas, wo ich den Level verändere, unter seinen Angriffswaffen hinweg durchtauche, also sehr gut die Distanz überbrücken kann und wo ich dann ja einmal schon mal da unten bin, sehr gute Folgetechniken machen kann. Das heißt, wir arbeiten wieder und jetzt komme ich unten rein und mache wirklich einen Bodyshot. Und von hier aus kann ich dann, je nachdem, wenn er jetzt stehen bleibt, ein bisschen Fantasie jetzt, wenn er jetzt stehen bleibt, kann ich hier unten bleiben, kann hier in den Bodylock gehen, kann ich in den Double Leg gehen, sonstige Sachen. Ich kann aber auch von hier aus, wenn ich hier unten reingeschlagen habe, einen Aufwärtshaken bringen. Also da gibt es auch wieder ganz viele Möglichkeiten. Man muss nur auf die Idee kommen zu sagen, okay, wir arbeiten hier und ich mach den Jab da unten rein. Wichtig dabei, lehnt euch nicht nach vorne. Ich will auf gar keinen Fall das machen, dass meine Schulter hier über meine Fußspitze hinausgehen, dann bin ich instabil. Es ist immer ein Step, genau wie beim Takedown-Einstieg. Im Grunde genommen ist es genau die gleiche Technik. Ich mache quasi das, nicht das. Riesengroßer Unterschied. Hier rein. Dadurch bin ich immer in Deckung hier und kann hier sofort wieder zurück und raus. Ja? Also der Jab zum Körper ist ein sehr guter Einstieg. Wenn ihr den dann noch als schlauen Jab macht, dass ihr hier reingeht, dann habt ihr hier eine gute Übersicht. Könnt von hier aus direkt weiterarbeiten. Muss natürlich schnell gehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich hier unten bleibe und erstmal gucke, so was passiert da jetzt. Ganz klar. Aber dieser überraschende Angriff auf den Körper, dass ich selber nicht mehr in seiner Kampfhöhe bin, kann sehr, sehr effektiv sein. Dann haben wir den sogenannten Southpaw Jab. Der bestimmt sich hauptsächlich durch meine Beinarbeit. Und zwar bereite ich den immer so ein bisschen vor. Das heißt, ich mache jetzt zum Beispiel eine Finte mit der rechten Schulter. Ich bringe also meine Körperspannung hier drauf. Oder aber ich mache wirklich eine rechte und habe dadurch auch meine Körperspannung hier drauf gebracht. Hier habe ich mehr Gewicht und ich bin eingedreht. Wenn ich das gemacht habe, dann habe ich eine tolle Möglichkeit zu sagen, ich kann dieses Bein benutzen, weil hier ist kaum noch Gewicht. Also von hier aus kann ich dieses Bein jetzt nach vorne bringen. Ich mache quasi das und komme hier rein. Und ihr seht, auch hier geht mein Kopf nach außen weg.
Also, antäuschen, Gewicht ist hier, rausgehen und dabei den Jab bringen. Bam, bam. Der große Vorteil an der Sache ist, erstmal täusche ich was anderes vor. Dann komme ich sehr nah, gerade wenn die weggehen, es gibt Leute, die gehen immer zurück, gerade dann kann ich hier einen großen Verfolgungsschritt machen und ich wechsle meine Auslage, dadurch ist der Jab gar nicht mehr der Jab, sondern der Jab ist quasi die Schlaghand und hat viel mehr Dampf. Bam, bam. Von hier aus dann entsprechend wieder weiterarbeiten. Also dieser Southpaw Jab, den habe ich auch nochmal in einem extra Video behandelt, da zeige ich auch nochmal diesen Step vorbei. Habe ich, glaube ich, Power Jab genannt, das Video. Müsst ihr nochmal gucken, wenn ihr wollt. Und da habe ich das nochmal ganz detailliert erklärt. Das ist aber auf jeden Fall eine Möglichkeit, bam, bam, wie ihr sehr, sehr gut nach vorne schießen könnt und einen verdammt harten Jab schlagt. Und die fünfte Variante ist der Up-Jab. Der Up-Jab entsteht dadurch, dass wir unsere ganze Deckungsarbeit verändern. Wir können das so machen, dass wir zum Beispiel so stehen. Wir haben die eine Hand hier unten die ganze Zeit. Das würde ich jetzt einem Anfänger nicht empfehlen. Ich würde immer empfehlen, erstmal sicher zu werden und klar zu werden mit dem Kampfablauf, wenn ich hier meine Deckung habe. Es ist immer gut, wenn zwischen meinem Gesicht und seiner Faust ein Hindernis ist. Ist nie verkehrt. Wenn ihr euch aber sicher fühlt und wenn Head Movement kein Fremdwort für euch ist und ihr euch gut bewegen könnt, dann kann es echt Sinn machen, die Hände auch mal runterzunehmen. Denn gerade Head Movement lebt oft davon, von diesem Gegengewicht. Wenn ich die Hände beide hier oben habe und ich mache Head Movement, komme ich mir ziemlich steif vor. Habe ich die Hände hier unten und ich bewege mich hier so, dann habe ich immer hier so eine Gegenbewegung zum Head Movement. Das ist halt was ganz anderes von der Bewegung, als wenn ich die Hände oben habe. Probiert das einfach mal aus und ihr werdet sofort ein anderes Gefühl dafür kriegen. Mit der Gefahr, ihr habt oben keine Deckung mehr. Wie funktioniert jetzt dieser Up-Jab? Der Up-Jab funktioniert im Grunde genommen genauso wie der normale Jab. Beim normalen Jab starte ich hier und will in einer geraden Linie, Ellenbogen ist ran, dahin schlagen. Schlau wäre Zentrallinie, aber trotzdem ändert das nichts an der Bewegung. Der Up-Jab fängt nur hier an. Ich mache aber hier auch genau das Gleiche. Das ist eine der besten Arten, den Up-Jab zu schlagen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich favorisiere genau die, weil ich mich da nicht umändern muss. Weil der Jab ist genauso wie der Jab. Das ist mir egal. Der Vorteil ist, wenn ich von hier unten schlage, der ist nicht mehr so in der Sicht. Die meisten gucken einem in die Augen, gucken im oberen Bereich. Die meisten sind darauf fokussiert, hier oben die Angriffe abzuwehren. Wenn da von unten was kommt, was so schnell ist wie ein Jab, ist das schwer abzuwehren. Hinzu kommt, wenn der andere die Arme hier oben hat, dann ist hier unten eine Lücke. Und durch die Lücke durchzuschlagen, das Kinn zu treffen, ist sehr gut möglich. Wenn etwas von vorne kommt, dann habe ich immer hier die Möglichkeit, irgendwas im Weg zu bringen. Das ist schwerer, da durchzukommen mit dem normalen Jab. Mit dem Up-Jab komme ich da halt hin und kann von da aus wieder Folgetechniken machen, ganz klar. Wie gesagt, baut das gerne mal ein zum Gucken so. Wenn ihr natürlich jedes Mal, weil ihr kein Distanzgefühl habt, jedes Mal einen vor die Schnauze kriegt, dann macht das vielleicht ein halbes Jahr später. Okay, nochmal ganz kurz zusammengefasst. 5 Möglichkeiten. Zentrallinien-Jab, Doppel-Jab, Jab zum Körper, der Southpaw-Jab und der Up-Jab. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.